Nun also doch. US-Präsident Donald Trump muss sich wohl einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi von den Demokraten, hat angekündigt, ein solches Impeachment einzuleiten. Der Hintergrund? Der US-Präsident soll den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu Ermittlungen gegen Trumps innenpolitischen Rivalen Joe Biden gedrängt haben. Mit dem Impeachment beugt sich Pelosi nun dem Druck der Partei Linken bei den Demokraten. Sie begibt sich aber auch auf gefährliches Terrain. Denn zum einen sind die Aussichten auf eine solche Amtsenthebung gering und Trump könnte ein überstandenes Impeachment im Wahlkampf nur nützen. Viel wichtiger ist aber, der Quereinsteiger Trump hat die Wahl 2016 vor allem deshalb gewonnen, weil viele Menschen das Gefühl hatten, dass ihre eigenen Sorgen und Probleme im Politiktheater in Washington keine Rolle mehr spielen. Die Demokraten täten deshalb gut daran, diese Probleme stärker in den Fokus zu rücken, statt sich Tag für Tag von den immer neuen Skandalen aus dem Weißen Haus in Atem halten zu lassen. Schon bei den Zwischenwahlen im vergangenen Jahr haben vor allem diejenigen demokratischen Kandidaten gewonnen, die Trumps Themen Migration, Verbrechensbekämpfung, Arbeitsplätze ernst nahmen. Mit dem Impeachment setzen die Demokraten nun alles auf eine Karte. Sind sie erfolgreich, ist die Ära Trump zu Ende. Sind sie es nicht, ist eine zweite Amtszeit für den Staatschef in Reichweite.